meiner Visitenkarte steht Carola Lindenbauer, CEO, Geschäftsführerin Wiener Stadthalle. Wir als Stadthalle sind Spielstättenbetreiber. Wir vermieten die Halle an Veranstalter. Und mein konkreter Aufgabenbereich sind die Abteilungen Recht, Personal, Finanzen, IT, Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungskalkulation. Man könnte auch sagen, ich bin die Hausmeisterin der größten Halle in Österreich. Grundsätzlich ist der Unternehmensgegenstand sehr positiv konnotiert. Konzerte und Veranstaltungen sind eigentlich freudige Ereignisse. Es bedeutet Lebenslust und die Menschen freuen sich, wenn sie zu uns in die Wiener Stadthalle kommen. Naja, es ist keine Schönwettergeschäftsführung, muss man dazu sagen. Die Verantwortung ist sehr, sehr hoch und man ist natürlich im Spannungsfeld zwischen Veranstalter, Endkunde, Eigentümer und da sind natürlich auch verschiedene Interessen, die bedient werden müssen. Das ist eine sehr gute Frage insofern, weil natürlich das Jahr 2020, 2021 eine absolute Zäsur ist, was das Veranstaltungsgeschäft betrifft. Man wird sehen, wohin sich die Branche entwickelt. Ich halte es ein bisschen mit Josef Schumpeter. Die schöpferische Zerstörung wird hier natürlich sehr, sehr wichtig sein, denn wir können nicht zum Ausgangspunkt zurück. Es wird was Neues entstehen aus der Situation heraus. Und eins muss ich dazu sagen, live wird es immer geben. Also auch wenn das Digitale sozusagen jetzt vermehrt auf den Markt tritt, gerade dadurch, dass das Digitale so präsent ist, werden Live-Events immer beliebter werden, weil sich die Menschen natürlich auf dieses Ereignis freuen wollen, weil es nicht ständig verfügbar ist. Das ist ein bisschen die Sehnsucht nach der Analogie. Also ich persönlich, also mein Vertrag läuft noch 2 Jahre, also die persönliche Beantwortung ist schwierig. Das Unternehmen, also wir werden nach wie vor spielen in 5 Jahren, werden Konzerte abhalten. Inwiefern sich sozusagen die Branche ändert, das wird man sehen, aber es wird wieder große Konzerte und Live-Events geben. Unser Geschäftsmodell ist ein Vermietungsmodell. Wir vermieten an die Veranstalter sind unsere Kunden. Also wir haben quasi keine Verträge mit den Künstlern, sondern das haben die Veranstalter. Und wir vermieten die Halle mit der Infrastruktur. Einerseits sind wir die größte Halle in Österreich, andererseits sind wir sehr flexibel. Das heißt, in der Wiener Stadthalle findet einerseits eine Eislaufshow statt, dann findet ein Tennisturnier statt, dann ist Masters of Dirt mit den Motorrädern, große Konzerte. Also wir sind wirklich multifunktional. Und was auch dazu kommt, die Stadthalle ist ja schon über 60 Jahre alt, 62 Jahre, hat schon sehr viel gesehen und gehört. Und somit ist sehr viel Patina auch vorhanden und sehr viel Erfahrung. Ich komme aus Oberösterreich, aus einer Kaufmannsfamilie, habe dann ein Gymnasium besucht mit einem künstlerischen Schwerpunkt, habe dann aber Jus studiert in Wien und begonnen in der Privatwirtschaft bei einem Personalberatungsunternehmen und bin dann in ein städtisches Immobilienunternehmen gekommen, habe dann 10 Jahre lang die Geschäftsführung der Studentenheime der Stadt Wien geleitet und aufgebaut. Habe parallel dazu 2 Jahre lang die Geschäftsführung vom TechGate Vienna, einem Wissenschafts- und Technologiepark, gemacht. Und seit 2,5 Jahren bin ich dann Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle. Meine größte Stärke ist, ich bin ein sehr kritischer Geist. Das ist vielleicht oft ein bisschen unangenehm, aber ich würde es als Stärke bezeichnen. Und dazu kommt noch die Menschlichkeit. Ich gelte als sehr, sehr menschlich und diese Kombination, glaube ich, ist schon ganz gut. Ja, jede Positivseite hat eine Kehrseite. Ich würde gerne manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen und mich ein bisschen mehr abgrenzen können. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Sein kommt. Das betrifft einerseits die Veranstaltungen, Live-Events, aber generell auch in der Gesellschaft, dass wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit einzieht.